Die Corona-Thematik ist zurzeit seit März 2020 alles beherrschend. Das verdeckt die wahren Herrschaftsverhältnisse oder, um es marxistisch auszudrücken, die Produktionsverhältnisse. Es sind nämlich die Produktionsverhältnisse des globalen Kapitalismus oder, wie viele sagen, des Neoliberalismus. Ich nenne es Pseudoliberalismus, die in einer tiefen Krise stecken. Die Herrschaftsverhältnisse werden im folgenden Corona-Poem angesprochen. Über Herrschaftsverhältnisse aufzuklären, ist eine wichtige Aufgabe der Literatur, wenn auch nicht die einzige. Gegenwärtig aber ist Aufklärung vordringlich und eine demokratische Pflicht. Das Virus. Das Virus kann angeblich niemand wirklich stoppen. Nur Mundschutzmasken, Hände waschen, Abstand nützt. Wir sollen dankbar sein und die da oben loben, weil das Regierungspersonal uns vor Erkrankung schützt. Denn dass man Kliniken vermehrt zu Profitzwecken privatisierte, aus dem Geldvermehrungsanlass, dass Patienten keimverseucht verrecken, wer weiß davon? Wer protestiert? Wen kümmert das? Das Virus gilt verantwortlich für dies und alles. Das wird uns eingeredet Tag um Tag und Nacht. Und wo ein Zweifel sich erhebt, im Fall des Falles, wird ein Verschwörungstheorem daraus gemacht. Denn Zweifel und Kritik und eine eigene Meinung, die nicht der Mainstream-Herrschaftslinie folgt, er liegt der hygienediktatorischen Verneinung. Sie wird verboten, lächerlich gemacht, verfolgt. Das Virus ist ein Prima-Anlass für die Superreichen, damit aus Steuergeldern ihre Schwarzgeldkonten prall. Betrogen wird die große Masse sondergleichen, denn die Regierung hält die Untertanen kurz und schmal mit Kurzarbeitergeld, Verboten, lachhaften Krediten, mit schikanösen Antragsformularen ohne End, damit in großer Dankbarkeit wir Unterhalt erbitten von einem Bürokratenapparat, der unsere Not nicht kennt. Das Virus ist der Menschheit größte Todesdrohung. Das melden uns der Radio, die Presse, das TV. In Wirklichkeit jedoch herrscht längst schon die Verrohung durch Kriege, Bombenhagel, Elend, Blutrausch, Anarchie. Die Supermacht und ihre europäischen Vasallen zerstören den Globus kriegerisch, brutal und kriminell durch Handel, Sanktionen, 5G-Strahlen sowie per Datenklau und Drohnenmorde laut Befehl. Das Virus nützt verschiedenen Herrschaftszwecken, etwa dem Test, wie wir unmündig brav gehorchen blind, ob wir im Notstand uns in Wohnungen verstecken, ob Schüler digital zu Hause auch recht fleißig sind, ob wir auf Geld verzichten und mit Plastikkarten im Supermarkt beim Einkauf zahlen statt in Bar, Homeoffice-mäßig auf Befehlskommandos warten und uns in Hygieneketten legen lassen, absehbar. Das Virus dient zu riesig angelegten Feldversuchen. Ob wir von Politik,
den Massenmedien, dem Militär uns steuern lassen und gehorchen, statt zu fluchen. Und statt dass wir entschlossen setzen uns zur Wehr dagegen, dass den Polizeistaat sie errichten wollen, erwarten sie von uns, dem Einzelnen und allen mehr, dass wir verängstigt wie die Lämmer schweigen sollen. Das Virus dient den herrschaftlichen Schockstrategen, dabei uns Angst zu machen, Panik zu verbreiten, Pein, damit wir keine Zweifel hegen und nicht überlegen, dass sie es sind, die uns vereinzeln, spalten und allein wie ausgeliefert einem fremden, dumpfen Schicksal ergeben, machtlos, schwach, bedürftig, ohne Recht uns machen, eingekerkert in das schwarze Arsenal aus Lügen, Unwahrheit, Gewalt, brutalem Hassgeflecht. Das Virus will durch Impfprogramme stoppen Bill Gates, ein schrecklich superreicher weißer Mann. Er will die Pharma-Aktienkurse weiter toppen. Als Ziel strebt er weltweit totale Digitalisierung an. Die Menschen sollen willenlos wie ein Roboter gehorchen oder ausgelöscht sein und versklavt. Wer sich dem widersetzen will, dem droht er, dass er ihn oder sie mit Kinderlosigkeit bestraft. Das Virus lenkt uns ab, die Wahrheit zu erkennen. Die nackte Wahrheit, die da lautet: Nicht der Tod, den dieses Virus auslöst, ist der Grund, der denen die Wirtschaft ruiniert, die kurz vor dem Bankrott ein 5x100 Milliarden Hilfspaket geschnürt erhalten, das später dadurch finanziert wird, dass gekürzt die Leistungen für Kinder, Arme und die Alten, dass Massen weltweit ins brutale Elend stürzt. Das Virus und die von ihm ausgelöste Covid-19-Krise verdecken das, worum vor allem und im Kern es geht. Ums Leben gehe es und um den Tod, so die Devise, die nüchtern ökonomischen Befund im Wege steht. Das finstere Ausbeuter- und Profitsystem global rettet der Staat der dreisten Unternehmen vor dem Crash. Es geht um die Konzerne und Investmentkapital. Dass es um Leben geht und Tod, ist leider ein Gewäsch. Das Virus hält die Welt in Bann und Schrecken. Gestoppt scheint so der eigentliche Wirtschaftsuntergang. Doch wenn wir vor der Wahrheit uns verstecken, dann überlebt der Erdplanet inskünftig nicht mehr lang. Dann kommen Überschwemmungen und Stürme. Es kommen Hungernde vor Kriegen auf der Flucht. Es kommen Neuviren, Krankheiten, Gewürme. Es donnert, dröhnt der Weltenschlussakkordewucht. Das Virus soll uns blind und fügsam machen. Lasst es nicht zu und wehrt euch, widersteht und protestiert in allen Ländern, allen Sprachen, dass es um eine Weltenherrschaftsordnung geht. Ihr Zweck ist das System totaler Maximierung des Mehrwerts, von Gewinnen, von Profit. Es geht nicht um die hygienische Desinfizierung, die unverdächtig scheint. Und doch ist sie faschistoid.